slime me. That's great! Actual physical contact! Voll, voll, die Presse, die Presse, die Presse, die Presse. Die Schnecken schleimen auch nicht rund um die Uhr auf dieselbe Art und Weise. Nur zur Schleimtime. Nur zur Schleimtime. Nein. Wenn der Ben jetzt hier schon so eine Lücke reinhaut, könnt ihr euch vorstellen, in welcher Situation sie besonders schleimen oder wo der Schleim... Ja, wenn man mit einer Nadel einmal reinpiekst. Howdy ho und herzlich willkommen zur nächsten Granatensendung unseres schleimigen Medien- und Presse-Podcasts Voll in die Presse. Heute wieder eine Sonderepisode, wie wir jetzt eigentlich nur noch Sonderepisoden machen oder Editions, wie es heißt. Und dazu haben wir uns einen besonders netten Gast wieder zurückgeholt, den lieben Rhein-Herr. Dich begrüße ich ganz besonders, zumal du auch noch unser Gastgeber bist. Hallo Rainer. Hallo, schön wieder dabei zu sein. Ich dachte, du würdest mich hier als Schleimherr ankündigen. Oh, den habe ich liegen lassen, den habe ich liegen lassen. Der Schleimherr, umso besser. Nein, Quatsch, bist du ja gar nicht. Du hast uns auf die Idee gebracht, eine Themensendung zu einem Thema zu machen, was jetzt leider schon fast verraten wurde. Aber bevor ich die anderen Typen hier vorstelle, die ihr natürlich alle kennt, dachte ich, ich lasse euch raten, was das Thema ist. Und das wäre nämlich dieses hier gewesen. Es ist das Thema unserer heutigen Sendung und das ist, wer könnte es besser sagen, Herr Sommer? Schleim. Schleim. Bei Schleim denke ich sofort an Beef Rogers. Ja, ich auch. Hallo. Jeden Tag, jeden Morgen. Und dann ist da natürlich noch der liebe Prolo Ferrari, der sich heute so vorstellt. Hallo. Hallo. Ja, um es vorwegzunehmen, wir machen heute eine Schleim-Edition von Voll in die Presse. Das heißt, heute sind wir alle ein paar Schleimer. Schleim. Rainer, warum Schleim? Boah, das ist eine... man muss echt aufpassen mit den Wortwitzen jetzt. Eine schwierige Frage, ich mache mal keinen Witz draus. Ich habe das letzte Mal über was Fieses gesprochen. Ne? Parasiten. Und habe ein bisschen ein Loblied auch auf die Parasiten gesungen. Und die allermeisten finden Schleim eigentlich auch recht fies. Und ich finde... die verkannten Helden der Biologie und Medizin ganz spannend. Und dann dachte ich mir, Schleim könnte man mal auf die Bühne heben. Ja, also vielleicht, um die Backstory noch ein bisschen auszuschmücken, der Rainer ist natürlich immer auf unserer Wishlist für den Podcast und hat dann auch, als wir ihn soweit hatten, gesagt, ja, ich würde euch gerne über die Faszination des Schleimes berichten. Da hat er uns im Sack gehabt. Und im Sack ist ja auch Schleim drin, ne? Ja, okay, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, denn wir haben uns natürlich jetzt auch die Mühe gemacht, möglichst schleimige Geschichten heraus zu googeln und ich muss gestehen, das ist echt schwer. Also man kriegt die ersten vier Ergebnisseiten erstmal, was ist, wenn grüner Schleim aus der Nase kommt? Was ist, wenn gelber Schleim aus dem Ohr kommt? Was ist, wenn roter Schleim sonst woher kommt? Also das findet man, Mukoviszidose und Co. Aber kuriose Schleimgeschichten sind rar gesät, aber ich bin mir sicher, die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht. Also was habt ihr Schleimiges im Gepäck? Nix? Ich bringe euch was aus der Welt des Manga näher. Manga-Schleim? Genau, ich habe was zum Thema, das ist tatsächlich auch Schleim, es geht ein bisschen um die Ecke gedacht, aber wie soll ich sagen, dass er bei allen manchmal unangenehmen Wahrnehmungen sehr hilfreich ist, auch in Dingen, in sinnlosen TikTok-Challenges. TikTok. Wenn du hörst, auch du hast ja, was hören ist denn hier heute los, Leute? TikTok. Und der liebe Herr Sommer, unser Schleimexperte. Ja, ich werde heute berichten, wieso Nacktschnecken ein Segen für die Menschheit sein könnten. Cool. Gärtner, aufgepasst. Richtig. Und ich habe eine Geschichte nach langem Recherchieren gefunden, die schon
alt ist, von 2019, aber total geil. Allein der Header hatte mich schon fasziniert aus dem Spiegel, als Glibber kurz Gott spielen durfte. Sehr schön. Hat sich vor circa 150 Jahren zugetragen und mehr möchte ich an der Stelle noch nicht verraten. Aber was Glibber mit Gott spielen und der Evolution zu tun hat, das werdet ihr heute hier erfahren. Ich habe auch ein kurzes Anschauungsobjekt mitgebracht. Frisch aus dem Kinderzimmer, Schleim. Ah, ist ja auch ein Trend, by the way. Das findet man auch bei YouTube und Co. Also Schleim selber machen aus was auch immer. Und das hat der Sammer natürlich direkt gemacht. Und der Hausherr... Hast du mal eine ganze Woche gesammelt aus der Nase, ne? Boah. Nee, das ist ein Monat. Ach so, Respekt. Sieht fies aus, das muss auf die Shownotes, an der Stelle sei wieder darauf verwiesen. Ja, vor allen Dingen, das ist ja jetzt in einem Podcast ein bisschen schwierig, Schleim zu beschreiben, den man in der Hand hat, aber das ist so ein geiles Zeug, was irgendwie den Kindern überall in weiß nicht wo angeboten wird, wo man es kaufen kann. Wenn du das irgendwo hinschmeißt, das verformt sich dann von selber. Also wir legen es mal hier einfach hin und dann gucken wir mal. Und dann aber Hauptsache, es färbt nicht ab, Alter. Ach, sehr schön. Also an dem Ding, was soll denn da abfüllen? Und nicht so standfest. Nee, das ist ja, oh Gott. Ich hatte übrigens anders bezogen, wo hier schon von allen möglichen Schleimfarben die Rede war. Ich habe mal natürlich meine Suche im Internet begann relativ schnell bei Wikipedia. Da bin ich vom Schleim schnell zum Sputum gekommen. Der Experte weiß, was es ist. Ja. Ich würde es als Schnodder bezeichnen. Und witzigerweise, bei Wikipedia gibt es ja seit einer Weile auch so die Abrufstatistiken der einzelnen Artikel. Was fällt dir hier an dem Diagramm auf? Es gibt einen Peak. Im Januar? Im Januar 2020, da war ja diese Kleinigkeit mit dem Virus. Und tatsächlich gerade am Anfang, als noch alle nicht wussten, was ist los, hat man nach allem gegoogelt und unter anderem auch nach dem beliebten Sputum, was von wenigen 1-200 Abrufen am Tag hochgeschnellt ist auf über 2000 für einige Zeit. Ja, und hinterher dann blieb dann der grüne, braune, gelbe Schnodder, der quasi als Dauerbrenner. Und wurde an Sammers Kinder verkauft. Apropos genau. Grün und Gelb, Schnodder, habt ihr auch gehört, dass man da an der Farbe erkennen kann, ob man eine bakterielle Infektion hat? Ja. Ja. Genau, und das ist wohl nicht so. Ich habe das auch mal gedacht. Also so von wegen, wenn das jetzt grünlich ist oder so, dann eher bakteriell und dann würden vielleicht Antibiotika helfen, aber offenbar ist es kein eindeutiger Indikator. Oh, da klären wir ja ganz schön viele Legenden heute auf. Ja, aber ich werde jetzt mal ein bisschen ekelhaft. Also es ist schon so, nach meiner eigenen Erfahrung, klar ist gesund. Und wenn es dann so fies neongelb wird, dann ist meistens was im Busch. Ja, ach so, ja, das, was im Busch ist schon. Nur es könnte ja auch was Virales sein, ne? Das meinte ich. Ja. Also. Okay. Spannende Frage ist, was im Busch ist? Was im Busch ist? So. Schleimbus. Aber noch mal kurz zum Sputum. Was würdet ihr denn sagen, wie viel man so produziert am Tag? An Schmodder und Schnodder? Ja, eigentlich, sagen wir mal, in der Lunge, ne? Oder in den Bronchien. Das Ding ist im Hals. Bronchien und Luftröhre. Da ist ja Schleim drin. Produzieren wir Schleim. Und was ich sag mal 5 Liter. 5 Liter. 5 Liter am Tag? Ja, am Tag. Das am Tag 5 Liter. Ich würde sagen 1 Liter. Seien Sie leicht dabei, ihr zweimal zu einer Milliliter. Nacktschnecke mutiert. 500 Milliliter. Halber Liter. Ja, ich würde ein bisschen drunter gehen. Ich glaube so eher so 200, 300 Milliliter irgendwie sowas. Alle drüber. 100 Milliliter. Ah. Sputum, ne? Und Schleim an sich, also sozusagen, wenn man... Also 100 Milliliter ist ja... Wir schlucken den ja auch runter. Das ist jetzt nicht der Schnodder, ne? Also den man... Ja, Jugendliche nicht, die spucken den an die Bushaltestelle. Ja, aber zählt denn nicht, ist der Ton hier in Ordnung? Ich weiß nicht. Zählt denn Speichel nicht auch dazu?
Du meinst jetzt zum Sputum? Also ich habe zumindest, beziehe ich mich jetzt, sage ich mal, auf das, was in den Bronchien und in der Luftröhre produziert wird. Ne? Ich müsste aber selber auch nochmal gucken, ob Sputum noch breiter ist, der Begriff. Nee, weil ich hätte jetzt also bei meiner Schätzung gedacht, dass da so die Speichelentwicklung mit drin ist. Dann wird es mehr sein. Hm. Ja. Du musst aber das Sputum aus dem Speichel gewinnen. Für eine exakte Messung. Du musst nur das Sputum aus dem Speichel ziehen. So, bevor es völlig abdriftet, würde ich sagen, Rainer, du kennst das noch nicht. Zeit für das erste. Alleine mit dir. Zwei Worte. Ein Bier. Ich liebe es. Wir haben hier den ganzen Tisch voll stehen und der Phallus ist, by the way, Rainer weiß gerade darauf hin, nur noch ein Blob. Ein Blob, der Blob. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein grau-lila Durchfallhaufen. Ja, also wie nennt man das? Die Festigkeit oder Körperdichte oder gibt es irgendeinen Fachbegriff? Die scheint da nicht so groß zu sein, aber das zeichnet das Ding ja vielleicht aus. So. Viskos. Viskosität. Die Viskosität. So, jetzt werden hier die ersten richtig geilen Bierchen gereicht. Ich muss mal ein bisschen rumpeln. Die sind nämlich hier an so einer extravaganten, das ist kein Sixpack, das ist eher so eine Viererkette. Oh, schade, dann hast du ja gar nichts. Schön drapiert. Ja, dann trinke ich aus deiner Flasche mit. Ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Sack. Mein Sixpack ist ein Fässchen. Was haben wir denn da, lieber Zappes. Prollo? Zappes. Zappesbräu. Ein Zappesbräu, Pilz naturtrüb aus dem schönen Köln. Und ein Pilz aus Köln ist auch schon mal spannend. Ein Pilz aus Köln, tatsächlich kein Kölsch. Und ich habe mal gegoogelt, ich habe es aber, weil ich das Bier jetzt schon länger mit mir rumtrage, nicht mehr so ganz präsent. Das ist hier von jung gebliebenen Herren aus Köln natürlich gebraut. Die meine ich auch irgendwie so eine. Das ist ja unangenehm, sag mal. Er ist in der Sputum-Produktion. Vielleicht laden wir uns da mal ein oder die sollen zumindest noch mal eine Kiste schicken. Die haben auch so eine schöne Kneipe in Köln, wo es, die haben noch ein paar mehr im Angebot. Also wenn ich es nicht besser wüsste, ja, würde ich denken, du bist ein Schleimer. Ja. Mal sehen. Also erstmal müssen wir probieren, ob es überhaupt schmeckt. Sollte das der Fall sein, können wir nochmal über Sponsoring nachdenken. Aber vielleicht besser mal testen. Oh, du sagst, du trägst es schon länger mit dir rum? Na, ich habe das tatsächlich zwischenzeitlich mal mitgebracht. Dann waren wir aber mit Bier schon sehr gut bedient. Und gut. Ich habe es im Edeka gefunden, im Lokalen, also hier in Bonn. Erster und Schluck, spontan lecker, muss ich sagen. Also dann in diesem Sinne. Wohlsein. Ja, kann man sehr gut trinken, finde ich. Also es ist deutlich milder als ein Pilz, also nicht dieses herbe friesische Pilz, sondern eher so in Richtung Helles. Geht das vom Geschmack? Da musste ich auch an dich denken, weil ich immer vermehrt dunkles Bier mitbringe und ich dann außen vor lasse. Schön ist auch hinten der Hashtag. Hashtag Köln schöner trinken. Ja. Das gilt auch für solche Podcast-Sendungen, die gewinnen an Unterhaltungswert mit Alkoholgenuss. So ist es. Ja, schmeckt schleimig gut. Also wenn Bier schleimig schmeckt, dann ist irgendwas falsch, würde ich sagen. Bei Hefe, Weizen? Schmeckt das schleimig? Ja, kommt drauf an. So schleimige Schlieren. Da sind auch so Schlieren drin, genau. Schleimige Schlingpflanzen. Schlicksupp. Okay. Vielleicht mal tatsächlich ein bisschen back to the topic und die Einladung, ich kann das aber auch gerne selber machen, einen ersten Artikel rauszuhauen. Also bei mir würde sich's vielleicht fast anbieten, weil ich ja ganz an die Wurzel der Menschheitsgeschichte zurückgehen möchte mit euch. Also wenn ihr dafür bereit seid zu lernen aus der Zeit, als Glibber kurz Gott spielen durfte, dann lade ich euch herzlich einen stelle euch eine Evolutionstheorie vor. Sehr, sehr gerne. Mein Name ist Ben Darwin. Und nein, tatsächlich gab es ein sehr, darf man das sagen, Rainer, du bist ja Biologe
studierter Biologe und deswegen wirklich unser Experte für viele Themen, die mit Biologie zu tun haben. Und so auch dieses und der, kann man schon sagen, sehr bekannte, also noch ein klein wenig bekanntere Biologe Ernst Haeckel hat vor 150 Jahren, im Übrigen ein guter Freund auch, zumindest sehr gut bekannt mit Darwin und Co., hat vor 150 Jahren eine Theorie in die Welt gebracht, nämlich die Sage des Urschleims. Also die Theorie besagt, alles Leben auf der Welt entsprießt einem ominösen Urschleim am Meeresgrund. Habt ihr davon schon mal gehört, von der Urschleimtheorie? Urschleim ja, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass dieser Urschleim am Meeresgrund schlummerte. The Almighty Ejaculate auf Englisch übrigens. Warum am Meeresgrund? Weil ja alles Leben, also ja, vor allem die Landtiere. Weil das halt tief und vor 150 Jahren auch natürlich noch nicht erreichbar war zu der Zeit zumindest. Konnte keiner widerlegen. Ne? Konnte keiner widerlegen und man ging davon aus, dass dort unten tief im Meer der Urschleim wohnt oder zu Hause ist. Und die Theorie vom Urschleim als Lebensspender besagt, dass ein sachte pulsierender Glibber den Meeresboden weitgehend bedeckt hält und unablässig neues Leben hervorbringt. Also der speit dieses Leben, diese Lebensform aus dem gebärt es sozusagen vom Meeresboden nach oben, bringt es nach oben. Und wie so Kaulquappen, glaube ich, kann man sich das fast vorstellen, entwickeln sich diese Lebensformen in ihrem Aufstieg immer weiter. Und ganz ursprünglich mal, also da werden jetzt nicht noch weiter Kinder geboren, so weit war der jetzt nicht, aber da wird halt neues Lebewesen. Immer wieder wird aus diesem Urschleim quasi neues Leben geschöpft, neue Lebensformen geschöpft, die dann irgendwann sozusagen nach vielen Evolutionsstufen auf die Erde kommen oder nach oben an die Oberfläche kommen. Das ist so die Grundtheorie. Da war ich mit meinem dämlichen Kommentar aber gar nicht so weit weg. Und das war vor 150 Jahren? Das war vor 150 Jahren, genau. Also im 19. Jahrhundert. Und wann glibberte das da dauerhaft nach dieser Theorie? Das pulsierte, das ist eine pulsierende, gallertartige, ein Blob. Okay. Ein Blob, so wie das, ziemlich genau wie das, was wir hier gerade auf dem Tisch haben. Unser Phallus ist auch im Endeffekt das perfekte Symbolfoto für den Urschleim. Das werden wir nachher mal festhalten. Der mittlerweile sehr flache Phallus. Ja, Moment, ich noch mal ganz kurz zum Verständnis. Also der Theorie nach glibberte dieser Urschleim also vor 150 Jahren und würde auch heute noch am Meeresgrund. Also vor 150 Jahren hat der Haeckel diese Theorie ins Leben gerufen vom Urschleim und natürlich hat er nicht gesagt, das glibbert erst jetzt da, sondern es hat immer schon da geglibbert. Aber es glibbert auch mal immer noch, das ist die Frage. Das werde ich ja jetzt auflösen, ob es noch immer glibbert. Herr Haeckel hat das vertreten und nur für die Genese dieser Theorie, die knüpft eben an die Überlieferung einer ägyptischen Überzeugung oder einer Überzeugung aus dem alten Ägypten an, wo man auch die Theorie vertrat, dass aus verrottetem Fleisch plötzlich Maden entstehen. Also da finden sich Maden und aus den Maden werden Fliegenschwaden und genauso wie faulenden Früchten und dann steigen die auf. Also die Ägypter haben auch gedacht, aus dem verfaulenden Fleisch von Tieren, Menschen und oder Obst entsteht neues Leben. Und das hat er im Endeffekt weiterentwickelt und sagt so, der Urschleim, die Urfäulnis ist sozusagen da unten am Meeresgrund, tief unten. Und da entsteht das alles. Aber wie erklärt er denn dann, wenn das vorher die Maden in irgendwelchem altem Fleisch oder sonstigen vergammelten Kram, wie ist denn dann der vergammelte Schleim da runtergekommen? Was war der denn dann vorher? Also ich bin da jetzt nicht so tief eingestiegen. Das ist einfach da biologisch, der biologische Brutherd. Vielleicht hat er gesagt, ich habe mir die Theorie jetzt nicht schnell noch auf die Pfanne gehoben in der reinen Lehre. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie gesagt haben, das gehört halt dahin. Das ist sozusagen die Wiege der Menschheit da unten. Ne? So wie es irgendwo Berge gibt, gibt es halt da diesen Urschleim am Meeresgrund. Und also sozusagen der Schleim ist das Ebenbild Gottes.
Ja, das ist ja die ganze Evolutionstheorie basiert ja da drauf. Boah, da kommt gerade auch ein bisschen Gelb Schleim oder bei Grün? Noch. Gelb oder Grün? Oh, rot. Ja. Was heißt das? Dann hör auf zu rauchen. Aber er hat das dann auch nur auf die Tiefsee bezogen oder was? Weil ja, so ein bisschen, ja, auf die Tiefsee. Zu der Zeit noch, also ich komme jetzt gleich, wie es dann weiterging, aber zu der Zeit halt noch nicht erforscht. Die Ozeanologie war noch nicht erfunden und dieses Konzept hat sich bis über das 19. Jahrhundert hinaus gehalten. Nur, dass dann eben die Arten, die dort erzeugt werden, immer weiter ausgetauscht wurden. Also das war eben eine beliebte Theorie und die ist auch deswegen beliebt geworden, weil dem lieben Herrn Haeckel ein berühmter britischer Biologe zur Seite gesprungen ist, nämlich Thomas Huxley. Und lieber Rainer, wer ist Thomas Huxley? Oh nee, bitte hör auf, keine Wissensfragen in dem Bereich. Thomas Huxley wird auch genannt Charles Darwins Bulldogge. Das ist sein Spitzname. Das war ein Kompagnon von Charles Darwin und der heißt deswegen Bulldogge, weil er die darwinsche Evolutionstheorie so verbissen gegen jede Kritik verteidigt hat. Das heißt, der hat besonders hartnäckig das verteidigt und der ist dem Ernst Haeckel zur Seite gesprungen und hat ihm einen Brief geschrieben und hat ihm gesagt, ich habe es Batibius Haeckelii getauft und hoffe, du wirst dich deines Patenkindes nicht schämen. Also um es kurz zu machen, Herr Haeckel fand das ganz toll, dass dieser Urschleim nach ihm jetzt biologisch auch in England benannt werden sollte und sagt, er sei sehr stolz darauf. Und wie ging es dann weiter? Dann ist ja bekanntermaßen die, Morse-Gedöns und Telegrafie erfunden worden. Und man hat ein Unterseekabel, in jahrelanger Arbeit, ein Unterseekabel zwischen Europa und Amerika verlegt. Und wie gesagt, lange, lange da rumgegraben. Und Huxley hat dann den englischen Verlegern, sage ich mal, die da auf dem Boot unterwegs waren, gesagt, bringt mir Urschleim mit. Ne? Ihr wühlt ja da am Meeresboden rum und hat gesagt, bringt Urschleim. Weil bis dahin konnten sie das vom Ruderboot aus nicht hochholen. Jetzt hatte man aber Techniken entwickelt, um so ein Tiefseekabel zu verlegen. Und damit konnte man auch Sediment von unten hochholen. Und da hat er gesagt, ja gut, aber die sind ja jetzt nicht so schnell wieder zurück. Das muss ja irgendwie konserviert werden, dieser Urschleim. Das heißt, sie haben das aus dem Atlantikgrund, haben die so Sediment rausgegraben und dann hat der Huxley gesagt, also eins hilft ja immer, das gilt auch für diesen Podcast, nämlich Bier. Alkohol. Also, ja. Also ein bisschen stärker als Alkohol. Man hat ja alles quasi damals in Glas Alkohol, zack, wird konserviert. Ne? So. Totenköpfe, alles da rein. Und dann hat man das da in das Meerwasser, was man da unten hatte, mit dem Schleim in fette Alkohollösung gepackt, in Gläser und hat es dem Huxley und anderen Gelehrten zurückgebracht. Und siehe da war eine strukturlose, transparente Matrix eine Art kalkhaltige Fragmente, ähnlich wie Eiklar. So sah das aus, was sie da hatten. Also es schwabbelte so. Und dann haben sie sich das angeguckt. So eine Qualle erwischt. Nee. Die haben schon, also so, ich glaube, so weit waren die jetzt schon. Und haben dann auch gesehen, dass dieser Urschleim in Bewegung war. Also, dass dieser Organismus sich bewegt. Im Nachhinein wird daran gezweifelt und gesagt, naja, die waren halt auf dem Schiff und das Schiff schwankt. Und dann ist ja klar, dass das Zeug in dem Glas da auch ein bisschen schwankt. Aber also bei Seegang. Wie hier unser Urschleim, ne? Übrigens, der tropft also mit hoher Viskosität sehr, sehr langsam fürs menschliche Auge, fast nicht wahrnehmbar, durch ein Loch in dieser unfassbar komplexen Apparatur, die ihr hier aufgebaut habt. Und ich habe schon gedacht, wenn der Schleim, also von quasi diesem kleinen Tischchen durch das Loch hindurch bis auf die untere Ebene getropft ist. Dann beenden wir die Sendung.
beendet. Ja. Ich würde aber nicht von Tropfen, sondern schon von Suppen sprechen. Suppen, er suppt, ja. Das ist schon. Ja, das erinnert passender. Mich daran, dass, ach, na, da müsste man eigentlich fast jetzt mal schnell googeln, dass das langsamste Experiment der Welt, das hat auch mit so einer hohen Viskosität zu tun. Auch sehr absurd. Der langsamste Tropfen der Welt über Jahrzehnte ist der getropft. Wow. Ein Tropfen? Ein Tropfen, ja. Okay. Okay, Entschuldigung. Ja. Dann vielleicht noch einmal zu dem Urschleimtropfen. Ja. Denn was ist denn jetzt eigentlich dabei rausgekommen? Wie wurde das aufgeklärt? Also Haeckels Pech steht hier, war, dass man nach dem Kabelverlegen auch noch sozusagen, dass dann auch noch die Wissenschaft die Tiefsee für sich entdeckt hat, nämlich insbesondere das Forschungsschiff HMS Challenger. Und die hat von 1872 bis 1876 die Meere mitsamt ihren Bewohnern erforscht und die Ozeanographie. Ozeanographie, danke, dafür braucht man halt Experten, begründet. Eine neue Unterwasserwelt tat sich auf und die haben halt ganz viel da hochgeholt. Und natürlich haben Huxley und Haeckel wieder gesagt, bringt mir Urschleim mit. Haben die auch gemacht und haben das zurückgebracht und stellte fest, alle Proben kamen leer zurück an Bord. Nichts Gallertartiges, das Material war einfach nicht da. Aber wenn sie das Material in die von Herrn Huxley vorgeschriebene Konservierungsmethode, nämlich die starke Alkohollösung, gepackt haben, auf einmal tat sich die gallertartige Masse auf. Der Urschleim war also eigentlich nur Meerwasser, Sediment mit sehr viel Alkohol und das hat dann so eine Art Schleimkonsistenz angenommen. Es war eine chemische Reaktion. So ein bisschen wie wenn man nach dem Suff aufwacht und auch erstmal den Schleim loswerden muss. Genau. Konkret für die Experten, es war Calciumsulfat, was da entstanden war. Und Gesundheit. Ja, da muss man schon mal niesen. Calciumsulfat ist der Urschleim. Der Podcast ist gleich zu Ende, der Schleimtropfen. Und das sieht jetzt irgendwie eher so aus, als ob der Phallus so ziemlich schlapp durchs Loch durchhängt. Aber er macht's rein ins Loch, ne? Also ich will es ja nicht überstrapazieren, aber. Du hast es schon überstrapaziert. Zu spät, ja. Habt ihr denn Interesse an populärkulturellem Hintergrund zu so einem Schleim? Weil der sieht eigentlich genau. Jetzt gehen die automatischen Rollläden runter. Sensationell. Wir warten kurz ab. Der sieht eigentlich genau aus wie ein Charakter aus einer Anime-Serie tatsächlich, die mittlerweile in die zweite Staffel wohl geht. Ich werde euch gleich den Titel meines Mitbringsels verraten. Es handelt sich um eine mittlerweile in die zweite Staffel gehende Anime-Sendung, also mehr sage ich dazu gar nicht, bis Ben mal hier ein, zwei Samples abgespielt hat. Das war die Geschichte, wie ich von einem Amokläufer niedergestochen wurde, starb, als Schleim wiedergeboren wurde und mich mit dem Sturmdrachen Veldor anfreundete. Boah, sie klingt nach einem Massi, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Übrigens. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wenigstens eine Folge, die erste gibt es im Internet auch umsonst, zu gucken, aber ich weiß nicht, ob ich zu alt bin, zu ungebildet oder irgendwie einfach nicht Manga und Anime kompatibel. Ich habe es nicht durchgehalten. Auf jeden Fall die völlig, meines Erachtens völlig absurde Handlung wird wohl beim einschlägigen Publikum durchaus gutiert. Ja, da spricht nicht nur die zweite Staffel dafür, sondern durchaus auch positive Kritiken. Und kleiner Fun Fact, also der kann man da Hauptdarsteller sagen? Ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Der wird halt niedergestochen. Ich glaube, man nennt den Haupt. Schleimer. Genau, der wird tatsächlich niedergestochen und mutiert dann über irgendwelche Skills zum Schleim. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Und dann hopst da so ein kleiner Schleim, der ungefähr von der Größe her so aussieht wie unser Tischschleim. Bisschen heller ist er, auch grau. Und hopst dann durch die Sendung und garniert mit Superkräften und interessanterweise, kleiner Funfact für euch, ihr habt ja auch Laptops zu Hause, der letzte Wunsch des noch als Mensch rumlaufenden, aber schon am Boden blutend liegenden
zukünftigen Schleims war, dass doch bitte sein Computer in die Badewanne gestellt und zerstört wird. Wer weiß, was der da für Dinge drauf hatte. Also ich möchte es auch hier nicht überstrapazieren, aber ich glaube... Ja, genau daran habe ich auch gedacht. Eine schöne Geschichte. Ja, aber jetzt nochmal, also du hast sehr schön den Bogen von Urschleim geschlagen zu dieser Anime-Serie. Aber habt ihr von der Urschleim-Theorie gehört oder habt ihr von dieser Serie gehört? Könnt ihr eins von beiden bejahen? Also ich habe die Serie auch über ein bisschen Google-Suche, bin ich da auch drüber gestolpert, aber von der Urschleim-Theorie, da habe ich nichts mitgekriegt von. Also okay. Mir kommt der Begriff Urschleim schon bekannt vor, aber, ja. Aber der Content nicht. Mir sagt nur die Urknall-Theorie etwas. Ja, stimmt. Ich habe auch gestern gedacht, so, da war doch der Urknall eigentlich, aber es gab auch den Urschleim. Ich kannte Anhänger. Auch den Begriff, hielt das aber für einen Scherz und habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Und die Serie kannte ich ziemlich genau, seit ich Schleim gegoogelt habe. Ja, das da kam kommst relativ du nicht dran vorbei bei YouTube, das stimmt. Die Serie kannte ich nicht, den Begriff Urschleim kannte ich. Bei der Theorie, gut, man ist natürlich später immer schlauer als vorher, ja. Müsste man fast sagen, dass Heckel halt einen Urknall hatte. Also ich möchte eine Lanze für Herrn Heckel brechen. Der war wohl ein sogenannter Multigelehrter. Kennst du den Heckel? Oder ja, sagt ja. Dir der was? Okay. Die Zeichnungen von dem sind genau, ja toll. Genau, ne? Das fand ich ganz faszinierend. Ja. Der hat auch tatsächlich unter anderem gezeichnet, war auch Mediziner und hat also auf vielen Gebieten geforscht und publiziert, hat aber auch gezeichnet und die Zeichnungen sind tatsächlich auch in der Kunstszene sehr anerkannt gewesen und haben sich zum Teil auch, ich weiß nicht mal, in welcher Stilrichtung manche Leute zum Vorbild genommen, diese Heckelschen Zeichnungen. Also ja, sowas finde ich ja immer faszinierend, wenn Leute auf so vielen Gebieten so bewandert sind, ob sie jetzt einen Urknall haben oder nicht. Ne, das zeugt auf jeden Fall von einem großen Intellekt, würde ich mal sagen. Aber auch wenn es 150 Jahre her ist, also das mit dem Urknall, das würde ich unterschreiben. Also ich habe spontan gedacht, auch vor 150 Jahren, finde ich, war das irgendwie eher abgefahren. Finde ich auch. Ich hatte spontan auch an Schlamm gedacht. Nicht Schleim, sondern Schlamm. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr diesen Mythos vom Golem kennt. Es gibt auch das Buch, das der Golem, das hatte ich vor 20 Jahren oder so mal gelesen. Empfehlenswert. Ich fand es damals gut. Ich weiß aber nicht mehr, was drin steht, außer, dass dieser Golem irgendwie so eine Figur ist, die aus aus Schlamm entsteht. Aus Urschlamm. Hm. Schlamm nicht aus Urschleim. Schlamm oder auch Ton, ne? Dass er so geformt oder wird. Oder Ton, genau. Ja. Und dann so okay. Belebt wird quasi, also dass er dann zumindest gehen kann und sich bewegen kann. Ich finde, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal dazu einzuladen. Wir haben jetzt schon so viel rumgeschleimt hier. Vielleicht ein paar Takte zu der versprochenen Faszination von Schleim. Also wir haben jetzt Urschleim gehört, wir haben jetzt Mangaschleim gehört, wir haben Pornoschleim. Wir hatten jetzt schon einiges hier im Programm und werden auch noch einiges hören. Aber der eigentliche Anlass war ja, dass du uns versprochen hast, ein bisschen für Schleim zu begeistern. Und wir wollen auch als betroffenen Podcast eine Lanze für Schleim brechen. Schleim steht immer so ein bisschen auf der Blacklist. Keiner möchte Schleim irgendwo haben. Keiner möchte mit Schleimern zu tun haben. Aber vielleicht ist ja Schleim was ganz Tolles. Und das könntest du uns mal versuchen zu erzählen. Sehr, sehr gerne. Ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten eine Geschichte populärwissenschaftlicher Art über Schleim gelesen. Und da dachte ich so, eigentlich cooles Thema, weil die Geschichte im Prinzip so ein bisschen damit aufräumt, dass Schleim eine Nebensache ist. Und da könnte man tatsächlich sagen, Schleim hat insofern was mit Urschleim zu tun, als dass es, jetzt muss ich mal gucken, ob es biologisch richtig ist, aber ich beziehe es mal aufs menschliche Leben und dann vielleicht auch aufs tierische, möglicherweise auch auf Pflanzen und Pilze, aber ohne Schleim würde es kein Leben geben. Ja, der Urschleim. Der Urschleim halt, ne? Ich fand das ganz interessant und mal bezogen auf uns, ist es halt so, dass Schleim nicht nur in der Rotze vorkommt und
in anderen Ausscheidungen, die uns so eingefallen sind im Laufe des Podcasts, sondern im Prinzip sind die Organe umhüllt von Schleim, die Blutgefäße sind ausgekleidet von Schleim. Der Tränenfilm ist eine besondere Form von Schleim. Die Augenbewegungen wären nicht möglich. Wir würden an einigen Stellen austrocknen. Für die Atmung ist es wichtig. Wir hatten das Sputum, wir hatten Sputum. Ich mache es mal ohne Artikel. Die Sputumen. Im Prinzip sind ganz viele Körperfunktionen eigentlich erst durch Schleim möglich. Also Schlucken, die Verdauung, also das ist was ganz Wichtiges, ist eigentlich uns allen bekannt. Ja? Also Magenschleimhaut. Magenschleimhaut, Bauchspeicheldrüse produziert Schleim. Du hattest, Ben, Mukoviszidose genannt. Also wenn man danach googelt nach Schleim, dann stößt man auch auf das unweigerlich, Wort. Unweigerlich, ja, ne? Das stimmt. Eine ja sehr gravierende, zum Teil eben wirklich lebensgefährliche genetische Erkrankung. Also ist eine Mutation, gibt es aber eine ganze Bandbreite von Mukoviszidose, also an sozusagen Schweregraden. In Mukoviszidose steckt auch der wissenschaftliche Begriff für Schleim, also Mucus oder ich habe gefunden Hydrogel, fand ich irgendwie auch ganz gut. Das klingt aber jetzt wieder wie aus der Erwachsenenunterhaltung, ja, finde ich. Stimmt. Habt ihr das Hydrogel da? Das Hydrogel, genau, da kannst du auch nochmal hier was einspielen zum Hydrogel. Also warte, wir haben ja für alle was da. Auf jeden Fall, mal nur ein paar Daten, zwei Zahlen. Wenn man die Körperfläche ausbreiten würde, auf der Schleim vorhanden ist, dann würde man auf 200 Quadratmeter kommen. Das finde ich schon relativ viel. Und pro Tag produzieren wir 2 Liter Schleim insgesamt. Da ist Sputum und alles mit drin. Und darf ich eine ganz kurze Zwischenfrage stellen? Gibt es eine biologische Definition, was Schleim ist? Also was muss sozusagen die Konsistenz oder, also wie ist die Abgrenzung zwischen Schleim und normaler Spucke zum Beispiel? Ich würde sagen, die Spucke, die man so im Mund hat, die ist ja noch nicht Schleim. Das ist ja das würde auch eine, ja. Naja, doch, das ist schon auch eine Form. Hält sich die Wurst? Also Schleim bei uns, der tierische Schleim wahrscheinlich auch. Ja, über Pflanzen habe ich jetzt nicht so viel gelesen, aber der ist im Prinzip, genau darauf wollte ich auch hinaus, wie sieht der aus, wenn man jetzt reinzoomen würde in den Schleim, ja? Also sozusagen wie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ne? Oder wie heißt der Film? Also wo man so ganz, ganz nah ranzoomt, dann ist es so, dass Schleim zu 99% aus Wasser besteht. Und nur zu 1% aus Molekülen, und das sind hauptsächlich sogenannte Mucine, also Schleimmoleküle. Das sind Proteine, also Eiweiße. Und das kann man sich so vorstellen, das sind langgestreckte Moleküle, so ein bisschen wie so Spaghetti. Und wenn die mit Wasser in Berührung kommen, dann quellen die auf. Und zwar aber viel mehr als Spaghetti, sondern da würden 4 von den Molekülen reichen, jetzt wenn man die vergrößern würde, um einen riesigen Topf mit Wasser zu Schleim zu machen, ja. Das ist, zeigt, wie geniale Typen wir sind, weil die letzte Episode war ja die Wasser-Edition von Voll in die Presse. Das heißt, wer sich da jetzt nochmal informieren möchte, sollte selbstreferenziell, wie wir sind, auf Folge 82 stoßen. Das also Schleim, aber was macht ihn jetzt für dich zu sowas underrated? Ich würde sagen, Schleim ist underrated. Und was können wir tun, damit das sich verändert? Also, dann frage ich mal in die... Das ist kein Bier gewesen. Das war Wasser. Das war Wasser. H2O. Ja. Also fast Schleim. Ja, noch 1-2 Spaghetti dazu und dann... Ja. Genau, dann haben wir es. Können wir vielleicht ein bisschen davon reinkippen? Nee, Schleimtropf. Ich glaube, das kommt nicht gut, jetzt hier noch mit Wasser an der Technik neben dem Schleim zu experimentieren. Aber die Lanze. Die Lanze, genau.
Man kann eigentlich sagen, Schleim ist auch in der Forschung eigentlich lange Zeit nicht so sehr beachtet worden und dann stand nicht so sehr im Fokus, sondern erst so in den letzten Jahren, in den letzten wenigen vielleicht Jahrzehnten. Und ich sag mal, dann in die Runde gefragt, was würdet ihr denn sagen, wofür ist Schleim gut in unserem Körper? Also wenn wir es jetzt mal auf den Menschen beziehen. Dass es flutscht. Abtransport von Eindringlingen. Flutschen und Abtransport, beides richtig. Flutschen in vielerlei Hinsicht. Und Karriereoptionen maximieren. Ja. Genau. Und Geschmeidigkeit, also für die Beweglichkeit bestimmter Körperfunktionen. Genau. Zum Beispiel jetzt in den Blutgefäßen, die würden, wenn die nicht ausgekleidet werden mit einer Schleimschicht, dann würden die schlichtweg durch den Blutstrom bersten. Ne? Also durch die Zellen, die da durchgeschleust werden. Das ist ja eine ziemliche Kraft. Also Schutzfunktion. Schutzfunktion. Und was eigentlich eine der Hauptfunktionen ist, ist im Prinzip, man weiß es irgendwie intuitiv im Schnodder, wenn man irgendwie rotzt, dann sind da eben Bakterien drin. Also den Schleim, den wir sehen, das ist oft derjenige, der schon ausgedient hat. Ne? Da haben sich dann schon Bakterien und Partikel und so weiter im Prinzip verfangen im Schleim und dann können wir es ausscheiden. Und die Lanze würde ich brechen, vielleicht eben genau in der Hinsicht, dass der Schleim so eine Art Wächterfunktion hat im Körper. Ne? Also auch im Darm, in den Bronchien, Luftröhre und so weiter, um potenzielle Feinde zu erkennen und zu umschleimen im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja. Oder um es in einen Slogan zu kleiden, Schleim ist fein. Schleim ist fein. Du arbeitest nicht im Marketing, Gott sei Dank. Nein. Also, ja, gut so. Ich lach mich schlapp. Was? Aber ich möchte ganz kurz noch mal darauf nur kurz eingehen, und zwar mit der Abwehr von Krankheitserregern. Die Krankheitserreger selber, die produzieren auch Schleim. Also Bakterien, wenn die sich vermehren, dann hüllen sich ganz viele eben auch in eine Schleimschicht. Ja, die sind ja nicht doof. Die, ne, sind halt nicht doof. Und genau. Und im Prinzip ist es dann so, dass die Bakterien, wenn die sich vermehrt haben und sich in Schleim gehüllt haben, nicht mehr so gut erkannt werden können vom Immunsystem oder auch von Antibiotika. Der Körperschleim allerdings, der verhindert teilweise die Schleimbildung bei Bakterien, der vereinzelt die und führt dazu, dass die sich nicht vernetzen können, verklumpen können und eben Schleim bilden können. Und das meine ich so ein bisschen mit der Wächterfunktion. Da gibt es noch ganz viele Details, also dass zum Beispiel vom Schleim einzelne Bakterienarten erkannt werden. Im Prinzip von, also ich hatte ja von diesen Spaghetti gesprochen, also das sind eben Proteine. Da hängen wiederum so Zuckerverbindungen dran und die Zuckerverbindungen erkennen einzelne Bakteriensorten oder Arten und können eigentlich Freund von Feind unterscheiden. Das heißt also, der Schleim ist nicht einfach nur so blobartig dumm da, sondern übrigens, jetzt gibt es hier bei uns im Schleim, jetzt hat der Schleim sich geteilt. Ne? Der Schleimbarometer. Ja, der eine ist der Böse und der andere ist der Gute. Ja. Und das fand ich halt wahnsinnig interessant. Also, dass letztendlich der Schleim eine intelligente Barriere darstellt. Ja. Ne? Also zu allen möglichen Krankheitserregern, mit denen wir in Kontakt kommen. Und im Prinzip ohne diesen Schleim mit Leben nicht möglich wäre. Und Mukoviszidose, nur noch mal ganz kurz, zurückzukommen darauf. In der schweren Form ist es eben so, dass letztendlich der Schleim nicht mehr eine bestimmte Konsistenz hat, weil er nicht mehr so flüssig ist, sondern zu viskos. Und dadurch kann der nicht abtransportiert werden, beispielsweise durch die Flimmerhärchen dann in den Bronchien und so weiter. Und das ist halt eine wahnsinnig schwere. Also der setzt sich dann eigentlich fest. Der setzt sich fest oder genau. Ja. Also es führt dann dazu, dass zum Beispiel Krankheitserreger nicht abtransportiert werden können und leichtes Spiel haben, was eben zum Beispiel zu Lungenentzündungen und Infektionen führt. Aber ich dachte, dass du dann bei Mukoviszidose auch
tatsächlich die Gefahr hast, dass du an dem Schleim erstickst. Also das, da habe ich mir eingebildet, vielleicht stimmt das überhaupt nicht, aber dass du dann im Endeffekt den halt nicht abgehustet kriegst und der dir dann irgendwie die Atemwege blockiert oder so. Vielleicht ist das aber Quatsch. Beef. Weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich was anderes sagen. Ich wollte nochmal auf das Thema Wächterfunktion eingehen. Das passt nämlich ganz schön zu meinem Artikel, den ich mitgebracht habe. Und zwar geht es darum, das ist jetzt auch wieder unser TikTok, also nicht jetzt TikTok, was du vielleicht verstehen würdest, sondern TikTok. Und da gibt es aktuell eine Mutprobe, eine Hot Chip Challenge. Das heißt, es gibt. Oh, ja, ja, ja. Das ja. ging jetzt so ein bisschen durch verschiedene Presseteile. Das, da ja. ist auch an der Gesamtschule jetzt irgendwie ein bisschen, gab es ein bisschen Stress. Und naja, Fakt ist, also da geht es um einen. Um den angeblich, jetzt sind wir wieder beim Marketing, angeblich schärfsten Tortilla-Chip der Welt. Den soll man essen. Der wird auch, also die Verpackung ist sargähnlich und da ist auch nur ein Chip drin. Und der ist sehr, 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 sehr scharf. Also ich habe jetzt auch mal gelesen, es geht, es gibt so eine Einstufung von Schärfegrad quasi. Das ist die Scoville-Skala. Und da misst dieser Chip, der mit einem besonderen Carolina Reaper Chili gewürzt ist, der nun besonders scharf ist, hat der einen Wert von 2,2 Millionen Einheiten. Und zum Vergleich schreiben die hier, dass also ein Jalapeno ungefähr 2500 bis 8000 Einheiten hat. Das heißt, es ist schon unfassbar viel schärfer. Und genau, und die Menschen, die sich jetzt den Chip dann einverleiben, die fangen an zu schwitzen und zu tränen, ringen nach Luft und so weiter und so fort. Und der Schleim ist da ein ganz wesentlicher Faktor, der hilft nämlich tatsächlich, also gerade auch bei denen, das ging auch an der Gesamtschule, in Euskirchen war das, glaube ich, wo das dann schief ging. Das heißt, wo ein Schwung Kinder dann diesen Chip gegessen hat oder zum Teil gegessen hat. Und da eben der Schleim einerseits das natürlich versucht dann abzufangen, also dies zu binden, diese Schärfe, und gleichzeitig er sich auch wieder regenerieren kann. Das heißt also, er kann dann auch sich selbst wieder erschaffen. Das heißt also, auch da bildet er einfach eine Schutzfunktion gegenüber so einem Unsinn hier, also in dem Fall irgendeiner beknackten TikTok-Challenge, die übrigens von dem Unternehmen selbst gestartet wurde, also nicht nur von irgendwelchen Schlaubeeren. Okay, dann probiere ich es nochmal, Beef, dich glücklich zu machen als Marketing-Experte. Ja. Ich sage, Schleim ist dein Freund. Ja. Und was heißt denn jetzt, dass es schiefgegangen? Wie schiefgegangen ist das denn? In Euskirchen, also in der Schule war das so, dass sich da mehrere Kinder auch übergeben mussten und quasi, also dass die einfach Atemnot und das komplette Programm halt hatten, weil die nur an diesem, also auch nur einen Teil davon gegessen haben. Also der ist wohl wirklich unfassbar scharf. Und aber wie gesagt, der entscheidende Punkt ist halt, und das war eben so für mich die Verbindung, dass eben gerade der Schleim, also die Sekrete und was alles dann im Körper, die halt tatsächlich da einfach helfen, dass das nicht richtig schief geht. Also das kann tatsächlich so schief gehen, dass das auch zu Verätzungen etc. führen kann. Und das wird halt durch Schleim verhindert. Also insofern fand ich es ganz spannend. Ich finde, diese Gesamtschüler sind ganz schöne Anfänger, weil die brauchen eigentlich keinen Schleim, die brauchen gegen sowas Scharfes nur Bier. So, dürfen wir ganz kurz eine Zwischenrunde machen, weil der Tisch ist so unfassbar voll und ich habe heute quasi einen Heimvorteil, weil ich beim Nachbarn bin. Deswegen muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Wer mag, hau raus. Ja, ich habe ein bisschen buntes Programm. Das ist aber auch wieder ein bisschen teilweise dunkleres Bier. Ich habe so einen wilden Mischmasch. Also wir können das gerne mal über die Gläser probieren. Ich glaube, ich nehme so einen Spaten da. Wer hätten das Spaten dahingestellt? Ich hatte das Spaten. Komm. Oh, ein helles. Das ist das Spaten, doch hervorragend. Ja. Und das ist La Trappe. La Trappe. Genau. La Trappist. La Trappe. Ja, ich La Trappe. Ich glaube, es ist flämisch oder französisch. Ich hätte auch noch einen Dübel anzubieten. Oder aber hier het Gens hier. Ich nehme das Dunkle. Das da oder ich habe hier noch eins. Noch dunkler. Und mitteldunkel. Ich weiß, oder es gibt heute ein richtig schönes Gruppenfoto Charakter. Hier mit den ganzen Vieren. Ja. Wow. Dann probiert doch mal wild durch und sagt mir, wie es war, weil ich kenne es auch noch nicht. Ja. Also Spaten ist aus Erfahrung gut. Ja, mit Spaten. Sagt der Totengräber. Mit Spaten macht man nichts falsch.
zum Spaten kann ich raten. Ja, gut, dass du Marketing-Experte bist. Schleim ist fein. Vielleicht sollte man einfach beide in anderen Berufen versuchen. Trinken kann er auch nicht, guck dir. Beef, komm. Schleimt das Bier? Boah, das hast du nicht. Ihr müsst euch vorstellen, Beef hat einen hochroten Kopf und aus den Ohren und überall kommt weißer Schaum raus und das hört überhaupt nicht mehr. Das hört überhaupt nicht mehr auf. Was ist denn das für ein Bier? Hast du das aus dem Yps-Heft oder was? Urschleimbier. Das ist. Auch das Geräusch. Man stelle sich diesen Beef vor, der versucht, diesen Schaum, der aus dem Bier rauskommt, abzusaugen, aber er schafft es nicht und es läuft einfach und läuft. Ich habe einen vollen Schritt. Ja. Beef hat sich eingenässt. Aber hallo, das tut mir echt leid, Kumpel. Das hat sich jetzt echt. Der hört ja gar nicht auf zu schäumen. Hast du da irgendwie Mentos reingeschmissen oder was? Ich sage jetzt nicht, dass ich den Ben gesehen habe, wie der die Flasche vorhin geschüttelt hat. Ja, ich fände es sehr lustig, wenn ich es gemacht hätte. Aber ich habe eine neue Hose anziehen. Was ist denn das für ein Bier? Das hast du jetzt so die Aufmerksamkeit hier in den Mittelpunkt. Schäumt wie Sau, tut mir leid. Das immer noch. Flensburger Schaumbier oder was? Foam Party. Nee, also es ist aus der Brauerei ganz hier. Aus Bad Schaumburg. Es kommt immer noch. Genau genommen, die sitzt in Goos. Das ist in Seeland, ganz kleine Brauerei. Und das ist was Brambier. Achtung, der Schaum. Also die nächste Sendung wird eine Schaumsendung, würde ich sagen. Schaumparty. Darauf einen Spaten. Ich probiere jetzt auch mal hier das. So langsam scheint es zu gehen. Hertogian Charakter. Also ich finde, du hast dir also eine Ehrenurkunde verdient heute, weil ja. Du das Ding da weggesaugt hast. Und eine frische Unterhose. Oh, ja, ja. Oh Mann, ey. So, wir haben jetzt Bier am Hoden. Wir haben jetzt im Endeffekt geboten. Wieder, also du hast das hervorragend ergänzt, den Shoutout vom Rainer für den Schleim. Du bist aber unser Studiogast hier heute in deinem eigenen Studio. Deswegen die Frage, warst du eigentlich schon durch oder gibt es da noch mehr Faszinierendes über den Schleim? Ja, ich habe zum Beispiel eine Anekdote noch und zwar zum vielleicht größten Schleimpfropf im Körper. Habt ihr da eine Ahnung, was das ist? Ein Gehirn vom Beef. Das aus Urschleim. Ja. Der größte Schleimpfropf ist bei Frauen vorhanden. Der schützt die Gebärmutter. Und da ist es so, dass neuere Forschung davon ausgeht, dass unter anderem Frühgeburten möglicherweise auch damit zu tun haben, dass eben die Schleimkonsistenz, die die Gebärmutter schützt, dass die nicht einen gewissen Grad erreicht und dadurch unter anderem zum Beispiel Krankheitserreger eher Eintritt bekommen und es dadurch zu Frühgeburten kommen kann. Also das drückt auch unter anderem aus, wie wichtig im Prinzip die richtige Konsistenz von Schleim ist, wie wichtig Schleim generell ist als Barrierefunktion. Und da gibt es jetzt Überlegungen, tatsächlich da auch nachzuhelfen, sozusagen, dass Marker gefunden werden, dass man eben erkennen kann, ob zum Beispiel dieser Pfropf, wie durchlässig der ist, und dann Frühgeburten verhindern kann, ja. Mhm. Also indem man eine Nachhilfe schafft. Also ja, letztendlich ja. Den Schleim auffrischt, sage ich mal. Ne? Oder und das finde ich drückt irgendwie auch aus, also wie wichtig der eigentlich ist. Ja, ich finde das total cool, diese Anekdote, weil die so natürlich nur im Kleinen so ein bisschen
ist das ja der kleine Urschleim. Also im Endeffekt ist der Schleim da in der Gebär oder um die Gebärmutter dann doch mit ursächlich oder relevant für das Menschwerden oder das Entstehen menschlichen Lebens. Ja, Haeckel hat es gewusst. Hat nur an der falschen Stelle gesucht. Ja, und es, ja, genau. Also es gibt auch Überlegungen, dass man tatsächlich, also dass Schleim als eine Art Frühwarnsystem genommen wird. Und zwar, dass man, so weit ist es noch nicht, aber jeder Mensch hat natürlich unterschiedliche Schleime in sich. Ne? Und dass man anhand von der Analyse von Schleim erkennen kann, welche Erkrankungen das Individuum potenziell eher haben könnte. Ja, also indem man zum Beispiel, ich hatte ja eben davon gesprochen, dass diese Zuckerreste an den Spaghettis, dass die Bakterien erkennen können, dass die erkennen können Freund, Feind. Und da kann man sich ja vorstellen, dass vielleicht der eine Mensch ein anderes Repertoire erkennt als ein anderer. Und wenn man das am Schleim schon erkennen kann in der Analyse, dann kann man im Prinzip schon als Frühwarnsystem vorhersagen, okay, du könntest potenziell eher mit den Keimen infiziert werden. Und da kann man dann eben auch nachhelfen. Also quasi wie so eine Schwachstellenanalyse im Schleim. Ja. Ja. Aber tatsächlich, wie gesagt, ist das Schleim noch nicht... Sollschleimstelle. Eine Sollschleimstelle, genau. Ich muss einfach anerkennen, du bist mir sprachlich so überlegen, Beef. Also das ist, flacher geht immer. Jetzt so langsam die Schlotze getrocknet ist. Ja, genau, so richtig trocken ist das noch nicht. Naja. Ah. Ist okay. Ja mein Pümer. Ich weiß nicht, rein her, bist du fertig mit deinem sonst? Du hast ja angekündigt, dass du ins Tierreich gehst. Genau. Ne? Da habe ich nämlich auch noch ein paar. Das machen wir sehr selten. Und da, will ich hier sozusagen cross-sektoral unterwegs sein, nämlich anknüpfend an das, was du gesagt hast, nämlich den menschlichen Körper bzw. die medizinischen Aspekte, will ich hier verknüpfen sozusagen mit dem Tierreich. Es ist nämlich so, dass, du hast ja auch gesagt, es soll ja auch in der Forschung verwendet werden, man verspricht sich von dem Schleim von Nacktschnecken für die Chirurgie große Fortschritte, weil man im Moment, da ist man in der Forschung auch schon recht weit, aus dem Schleim oder nach dem Prinzip des Schneckenschleims einen Wundkleber herstellt. Und ein Wundkleber. Ein Wundkleber, genau. Du kannst ja Wunden nähen, aber es ist ja eigentlich viel schicker, sie zu kleben. Ne? Das leuchtet ein. Man kennt das ja auch teilweise schon. Mein Sohn hatte mal so ein kleines Loch im Kopf, das wurde dann irgendwie auch geklebt und nicht genäht. Und das kennt man. Und das ist hier aber eine echt ganz spannende Geschichte, weil dieser Schneckenschleim oder der Klebstoff, den man dann daraus machen kann, das haben US-Amerikaner gemacht. Welche Uni das war, das kriege ich bestimmt auch noch raus. Jedenfalls ist dieser Kleber eben besonders klebrig, dehnbar. Der hat eine super Haftkraft und ist weniger giftig. Und das, was man sich auch noch verspricht von diesem Schleim, ist, dass der an feuchten und, die nennen das hier dynamischen, also beweglichen Körperstellen, dass der da besser haftet. Also, dass du zum Beispiel an Organen den einsetzen kannst, die, weiß ich, Leber, Herz oder was weiß ich, was sich eben auch bewegt. Und das ist eine ganz, ganz spannende Geschichte und wie die das gemacht haben, du musst ja erstmal diesen Schneckenschleim analysieren. Das heißt, du musst erstmal an den Schneckenschleim rankommen. Und die Schnecken schleimen auch nicht rund um die Uhr auf dieselbe Art und Weise. Nur zur Schleimtime. Nur zur Schleimtime.
Nein. Wenn der Ben jetzt hier schon so eine Lücke reinhaut, könnt ihr euch vorstellen, in welcher Situation sie besonders Schleim oder wo der Schleim... Ja, wenn man mit einer Nadel einmal reinpiekst. Das ist mit Sicherheit nicht falsch. Ich hätte jetzt gesagt, wenn sie unterwegs sind. Wenn sie unterwegs sind, ja, dann ist bekannt, dass sie Schleim... Nein, aber hier geht es um den Schleim, den Schnecken produzieren, wenn sie Angst haben, Nacktschnecken. Ja, das ist nämlich der Schleim, der dazu führt, dass sie zum Beispiel besonders gut haften und nicht ohne weiteres wegtransportiert werden können. Und ich stelle mir gerade so einen Dr. Brinkmann vor, der die Schnecke erschreckt. Ja. Und dann so als Tacker. Bingo! Bingo, Prollo, darauf wollte ich hinaus. Sie sind tatsächlich nämlich hingegangen und haben erstmal die Schnecken, wie auch immer, in Angst versetzt, um dann den Schleim von dem Oberkörper dieser Schnecken herunterzuholen und ihn dann im Labor entsprechend zu analysieren. Und da stelle ich mir auch sehr witzige Bilder vor, wie er die Wissenschaftler vor den Schnecken auf- und abtanzen. Was ist der Unterkörper von Schnecken? Ja, die Unterseite, glaube ich, diese, wo die da über die Straße flutschen. Also hier steht Oberkörper. Ja. Ah, ja. Sammelten die Forscher das Proteinsekret vom Oberkörper verängstigter Nacktschnecken. So, und das ist dann dieses super Mix, das besteht übrigens aus Wasser, Proteinen und Kohlenhydraten. Die haben es, wie gesagt, analysiert und haben dann dementsprechend, also ich kann jetzt nicht genau, dafür ist der Artikel nicht genau genug, nicht genau sagen, inwiefern die das nur nachgebildet haben oder dann auch tatsächlich mit Hilfe dieses Sekrets selber gearbeitet haben. Das ist ein bisschen, insoweit ist der Artikel ein bisschen ungenau. Ich kann ja nicht irgendwie so vor der OP, ich muss gerade noch mal eine Schnecke melken und dann irgendwie... Das sind auch so Jobs. Ja, Schneckenmelker. Naja, Schneckenmelker. Also es gäbe auf jeden Fall, jeder, der einen Garten hat, weiß, es gäbe auf jeden Fall genug Nacktschnecken. Ja. Also daran würde es nicht scheitern. Das heißt, im Sinne der Wissenschaft ist es weiterhin okay, wenn ich die Schnecken über die Straße in deinen Garten werfe. Das ist völlig okay. Ja, du tust ihm ja einen Gefallen, falls er eine Blitz-OP auf der Terrasse braucht. Hm? Genau. Und jedenfalls, was ich auch noch ganz spannend fand, wieso dieser Kleber so gut haftet unter anderem. Also das ist so eine zweischichtige Struktur, schreiben die hier. Und zwar ist die klebrige Schicht mit positiven Ionen geladen. Und auf diese Weise geht sie eine besonders starke Verbindung, chemische Verbindung mit negativ geladener Gewebeoberfläche ein. Deshalb funktioniert, ist das wohl so eine besondere Qualität dieses Klebers. Und außerdem ist er Hydrogel, steht hier, also ein Polymer auf Wasserbasis, was wiederum dafür da ist, der Schleim hat auch eine Stoßdämpferfunktion, sagen die hier wie beim Auto. Ja? Also diese Funktion führt dazu, dass eben eine gewisse Energie aufgefangen wird. Und das macht diesen Kleber dann, was ich schon gesagt habe, so dynamisch. Du hast mir jetzt zwei Stichworte geliefert. Darf ich ganz kurz einen reinwerfen? Das dauert nur eine Minute. Wirf. Stichwort Schnecke und Auto und Stoßdämpferfunktion. Weil bei meiner Recherche habe ich auch einen Artikel von 2016 gefunden aus der Berliner Morgenpost. Unfall wegen Schneckenschleim. Was ist da passiert? Da ist in Paderborn ein Trabi auf die Autobahn gefahren morgens und auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahn ist er auf einer riesigen Schneckenwanderung ausgerutscht, die der gerade über die Straße gemacht hat und in Steuern gekommen und hat einen Trabi geschrottet. Und es immerhin in die Presse geschafft, weil das so kurios ist, dass einer über so einer quasi voller Schnecken beklebten Fahrbahn mit seinem Trabi in die Leitplanke donnert. Die Schnecken hatten Angst, dass die Kommunisten zurückkommen und haben Schleim abgesondert über ihren Oberkörper. Die Russen kommen und dann haben die geschleimt ohne Ende, ja. Also das ist Angst. So vielleicht die dann hatten Angst, da schleimen auch, die sehr. Ja. Sehr passend, ja. Da fiel mir ein bei deiner Geschichte, dass ein Fokusthema bei euch oder falls ich nochmal eingeladen werde, auch mal Kleber sein könnte, ne? Also Schleim, du hast ja jetzt einen Kleber aus Schleim, aber Kleber an sich ist auch wirklich spannend.
Ja, Kleber das, ist mit Sicherheit, spannend. Weil es so unterschiedliche gibt und was das chemisch ist oder wie stark Kleber sein können und so weiter. Weil das ist gerade Kleber aus dem Tierreich, also einer der stärksten Kleber unter Wasser ist von der Miesmuschel, ne? Ja. Womit die sich anheftet. Es gibt aber einen neuen Kleber aus Spanien. Der Rubiales-Kleber, der an seinem Stuhl klebt, der ist auch sehr, sehr standfest. Bei Klaus Kleber haben sie den Kopf hier auch so ein bisschen schief draufgesetzt. Ein Klebfehler. Ich schließe vielleicht meine Geschichte noch damit ab, dass ich mal hier so den aktuellen Stand gebe. Es ist wohl jetzt 2022 so gelungen, dass sie eine, wie die das hier nennen, eine Materialfamilie hinbekommen haben in Zusammenarbeit mit einem Pharmakonzern und jetzt wohl klinische Tests machen wollen, wie sie das eben, wie die das nennen hier, das muss ja auch biokompatibel sein, so nennen die das hier, also sprich, dass der Mensch das verträgt. Da machen sie jetzt klinische Tests zu und sie wollen das erste angedachte Einsatzgebiet hierbei sind Sehnenverletzungen. Ja, also das ist ja der Stand. Das heißt jetzt einfach die Schnecke drüber rubbeln bei irgendeiner Wunde, Munde macht jetzt keinen Sinn. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so selten, weil ich habe auch jetzt andere Artikel von Schnecken gefunden, dass man das Schneckensekret zur Behandlung von Hautkrankheiten auch benutzt oder Schnecken, so wie Blutegel, sich über die Haut supschen lässt und dann wird die Haut besser. Ich habe hier tatsächlich so zu Entspannungszwecken, merkst du dir so Schnecken mit Häuschen aufs Gesicht setzen und die Kriechbewegungen und wie ich hier zitiere, die Minuten des Nichtstuns mögen dich dann in eine tiefe Entspannung versetzen. Haben wir live eingefangen. Ja. Und soll die Haut verjüngen, ist aber Quatsch. Ist Quatsch? Ist ja, je nachdem, wen du fragst. Sagt das ist so denn? Wie. Hast du es ausprobiert? Na, die Schnecke ist das neue Globuli, würde ich sagen. Ja. Schneckenschleimprodukte gibt es auch im Handel. Ja, Miesmuscheln, hier stehen auch noch Seepocken. Sorry, aber ich habe gerade hier in dem Artikel irgend so ein Hautarzt aus Bangkok zitiert, Disapong Panitaporn. Und das ist doch bestimmt so ein 13-jähriger Schüler, der irgendeinen Redakteur meiner Welt verarscht hat. Kannst du gerade nochmal den Namen sagen, bitte? Disapong Panitaporn. Also, aber wo wir im Tierreich sind, das hat auch mit Schleim zu tun, und zwar das möglicherweise einzige Tier, was einen Knoten formt, ja. Oh, kennt ihr das? Den Schleimaal. Ja, bist du auch drauf gestoßen? Ich bin auch drauf gestoßen, der Schleimaal. Und der Schleimaal schleimt, wie der Name schon sagt, auch wenn er Angst hat und angegriffen wird. Und um sich von seinem eigenen Schleim zu befreien, verknotet er sich und schiebt diesen Knoten so quasi über den Körper, über den gesamten Körper bis zum Mund und stößt damit den Schleim wieder ab. Jetzt nochmal zum Verstehen, wie verknotet er sich? Also das erste ist, der Schleimaal, also es gibt ja den E-Aal, der moderne Variante, die nachhaltige Variante ist der Elektroaal, aber der schießt halt mit Elektroblitzen. Das hat der jetzt nicht so drauf, der hat halt nur Schleim in der Buchs. Und wenn dann Angreifer kommen, dann schleimt er die tatsächlich voll. Aber selber, das ist so ein klebriges Sekret, was auch unter Wasser scheinbar zu kleben scheint. Und rotzartig. 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 Er rotzt sie voll. Aber sich selber halt auch, so wie du eben gerade mit deinem Schaum. Genau. Und dann muss er das halt irgendwie vom Körper auch wieder runterkriegen. Und dann verknotet er sich, formt er seinen Körper zu einem Knoten und verschiebt den Knoten quasi wie an so einem Seil von vorne nach hinten und streift damit den ganzen Schleim wieder von seinem. Das heißt, ich müsste jetzt hier so ein Autokamasutra machen und könnte dann quasi alles Bier wieder von mir runter. Ausbringen sozusagen. Live. Also das würde ich gerne sehen, wie du dich verknotest. Also, wenn in dem Moment, wo du das jetzt hier machst, starten wir sofort einen Videopodcast. Ja, genau, ich gehe also filmisch gesehen eher Richtung Blob, also insofern dann irgendwie, das ist noch eine andere Geschichte. Der Blob.
Ja. Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Prollo, den Titel des Films oder der Serie hast du uns vorhin nicht verraten, glaube ich. Das ist tatsächlich korrekt. Die Serie heißt, ist eigentlich schon äußerst passend, Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Ja, das stimmt, dann habe ich hier auch. Ja. Besser ist das. Auf DVD, CD, MC, LP, käuflich im Amazon-Versand und ja. Wollt ihr noch irgendwie drei Sätze zur Handlung eigentlich wissen? Wenn ja, schon komm, dabei schieß sind? Los. Schieß eine lange währende Verschwörung um eine Königin mit mysteriösen Kräften ist fest in der kleinen Nation Raya im Westen von Tempest verankert. Als sich die Wege des Schleims Rimuru, der sich mittlerweile zu einem Dämonenkönig entwickelt hat, unter dem Oger Hiiro kreuzen, beginnt ein unglaubliches Abenteuer mit vielen neuen Charakteren. Ich glaube, ich habe euch hier die Staffel 2 schon vorgelesen, also ein kleiner Spoiler. Oh nein, gespoilert. Ah, jetzt, ja, schade. Also manchmal frage ich mich, ob die Japaner da irgendwie auf ihrer schönen Insel sitzen und sich über uns kaputt lachen, dass wir die Scheiße so abfeiern. Aber vielleicht habe ich auch einfach noch den Zugang nicht gefunden. Das wird es sein. Ich glaube auch, ja. Manga. Wofür ich aber leider kurz einstehen muss, bei Gästen haben wir immer noch ein akademisches Viertel, deswegen ist es auch schon ein bisschen überfällig, ist der hier. Das ist ja quasi Housekeeping, was uns jetzt aber nicht abhalten soll, noch das ein oder andere Nassgetränk oder Presseerzeugnis zu besprechen. Ich weiß, dass der Sommer mit Sicherheit einen schönen schleimigen Quickie vorbereitet hat. Aber so viel Zeit muss dennoch sein, bevor der Sommer jetzt hier loslegt. Wir haben eben hier die Schlotze schon gehört. Das wird tatsächlich in der oder ähnlicher Form als ja, Relaxation-Video auf YouTube. Genau so. Also, ich lese mal den Titel vor. Befriedigender Schleim ASMR. Entspannende Schleimvideos Nummer 934. Ich habe hier tatsächlich aus meinem Beispiel, das abgespielt wurde, da gibt es irgendwie so Leute, die eigentlich den ganzen Tag in ihrem Studio Schleim produzieren, durchmischen und das dann als Video veröffentlichen und das mit mittlerweile wohl 4,76 Millionen Abonnenten und 3039 Videos in der Variante, die hier abgespielt wurde. Hört sich so an. Das ist wirklich das Video. Ja, das also habe ich vorhin zweckentfremdet. Das ist dieses Video. Offensichtlich gibt es da Publikum für. Ja. Millionenpublikum. Ist ja tatsächlich ein Millionenpublikum. Ja, kein Scherz. Millionenpublikum. Vielleicht müssen wir auch das Gelaber hier einfach einstellen und jeder bringt sich so eine Schüssel mit Schleim einfach mit. Das vielleicht sollten wir mal eine nonverbale Sonderfolge machen, wo wir nur eine Stunde Geräusche machen. Ja, einen pantomimischen Podcast. Ja, so ein ASMR. Das ist eine schöne Idee. Pantomime-Podcast, voll geile Idee. Beef, du bist ein Marketing-Experte, ja, das muss man schon voll sagen. Dabei, ja, ja. Und feucht im Schritt. Immer vor allem, da haben wir schnell produziert, ja. Die Folgen. Immer eine Stunde White Noise. Männer, aber jetzt, wenn wir jetzt hier fast eine ganze Sendung schon über Schleim gesprochen haben, dann muss man ja dann auch irgendwie am Ende, oder wir sind ja bald am Ende, darüber reden, wie man ihn denn wieder los wird, den Schleim. Deswegen habe ich eine Runde Schleimlöser mitgebracht. Der Ben wird sich freuen. Gott. Immerhin spielt sie mit offenen Karten. Also wer jetzt die Folge noch weiß, wo der Sommer uns in der ersten oder zweiten Staffel heimlich Schleimlöser, aufgelösten Schleimlöser im Benanza-Bus untergejubelt hat, der ist mein persönlicher Held. Immerhin spielt er mit offenen Karten. Ich spiele mit offenen Karten und ich bin sogar noch fairer, weil ich ja weiß, dass der Ben Cartwright so ein bisschen so Angst seitdem hat. Und ich habe. Ich bin traumatisiert, Alter. Er ist traumatisiert sogar. Und ich habe extra das Ding hier geviertelt, damit der Ben nicht so richtig Angst hat. Nur so ein bisschen. Und, jetzt soll jeder eine Line ziehen, oder was da? Ja, nee, das ist ja eine Brausetablette. Du brauchst schon ein Glas. Ach so, nee, also, ich trinke das aber nicht. Das ist. Das, weißt du, was das ist? Das ist Acetylcystein. Acetylcystein ist etwas, was auch im Körper vorkommt. Das brauchst du zum Beispiel, um Glutation herzustellen. Glutation ist extrem wichtig für den Stoffwechsel. Das ist 100-mal gesünder als jedes Bier, was hier rumsteht. Und das ist gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Ich habe extra noch mal nachgelesen für euch. Sag mal, es tut mir leid, ich kann das nicht trinken. Ich habe ein Glutationloch. Boah.
Nein, das ist ich habe, sie haben sogar Studien, Langzeitstudien, hat jemand irgendwie 50 Wochen das Zeug gefressen, ohne größere Nebenwirkungen. Also ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin ja an sich gegen Tierversuche, aber ich habe hier diese Nachtschnecke für dich. Vielleicht kannst du das mal da drüber bröseln. Ich lege jetzt mal hier, vier hin von einer. Das ist, ich habe ja sogar keine Kosten gescheut und habe hier vom Marktführer geholt, hier ACC Akut. Also und was genau kann das? Das ist ja das. Das gilt ja als Schleimlöser. Das kauft man als Schleimlöser, aber es hat halt auch noch andere Funktionen. Aber Schleim ist fein. Ich möchte den gar nicht lösen. Ja, warum sollen wir ihn lösen? Ja, das ist ja jetzt hier nach dieser Sendung schon nötig. Also der Schleim, der kommt raus. Ich mache jetzt Knoten in meinen Körper und dann ist gut. Also ich weiß gar nicht, was das jetzt soll. Den kannst du ja dann danach machen. Also jeder Profi, mein lieber Sammer, jeder Profi weiß, wenn du ein Problem mit Schleim hast oder mit Schleimern, dann rufst du die Ghostbusters. That's great, actual physical contact. Ja, so geht das, Alter, so geht das. Ey. ACC Akut. So geil. Es macht mich echt ein bisschen fassungslos, wie sehr hier Alkohol konsumiert wird, was ein Zellgift ist. Und dieses Zeug, was definitiv nicht giftig ist, wird hier so getan, als ob das wäre. Ja, sollen wir das nicht vielleicht auch hier unten, den Schleim, der hier genau, durch den Tisch doch mal den Block. Ich nehme mir eins, um es vorzumachen, damit es nicht giftig ist, dass es nicht giftig ist. Ich glaube, der Schleim hat sich hier auf der Armatur auch so ein bisschen festgesetzt. Vielleicht kannst du den mit dieser Tablette auch lösen. Nee, der ist eher, ja, dein Schleimlöser. Der ist eher zum Abhusten gedacht, aber da hier ja auch keiner von euch wirklich Schleim hat. Nee. Können ja die Zeit überbrücken. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Filme oder sonst irgendwie aus der Literatur noch das Thema ja, Schleim? Das ist schön. Ist ja das ja. Viel zitierte jetzt Ghostbusters hatten wir gerade. Der Blob hatten The wir Blob, auch noch. Genau. Der Blob ist mir eben noch eingefallen. Mhm. Haben wir jetzt irgendwie gar nicht vorbereitet. Genau. Aber ich glaube, der macht auch keine Geräusche. Also mein persönlicher Favorite, was so Schleimiges an, also Schleim ist ja oft immer auch mit Monstern und sowas. Ne? Also Aliens. Genau. Also, hast du den Artikel dabei? Also ich vor allen Dingen Alien auch. Also ich weiß nicht, wer den Film erster kennt. Erster Teil. Also erster Teil. Da kommt das eigentliche Alien, also der Antagonist, würde man jetzt sagen, quasi ja nur ganz wenig im Bild vor. Und aber in der einen Szene, wo er dann quasi in Großaufnahme der Kopf ist, dann trieft, dann kommt der fährt ja so mehrere Mäuler ineinander aus und der trieft ja dann der Schleim herunter. Also das ist wirklich maximal ja, auf und eklig jetzt, getrimmt. Und jetzt stell die Quizfrage, woraus wurde der Schleim gemacht? Ich habe es nämlich auch hier mitgebracht. Weißt du es? Hast du das dabei? Nee, das habe ich hier dabei. Also mir geht's okay, also stellt euch die Szene vor. Das triefende Alien. Und das ist ja ganz kurz, das ist ein metallauflösender Schleim, ne? In dem Film. Ja, genau. Aber das ist aus den 70er Jahren. Der Film muss man bedenken. 1979. Ja. Korrekt. Und hier ist Sigourney Weaver, genau hinter mir. Genau. Unglaublich. Dem Alien. Genau, das ist tatsächlich. Aber ist es nicht der Schleim ist doch gar nicht das Metall auflösen, sondern das Blut oder dieses, was dieses ausspuckt dann noch, ne? Das Alien selbst. Also, aber der Schleim, also es gibt ja diese eine Großaufnahme, wo das so seitlich runtertrieft, schön mit Gegenlicht, ist optisch auch sehr schön gemacht. Da merkt man, dass Ridley Scott gelernter Werbefilmer ist. Also der hat das einfach tatsächlich sehr schön auch inszeniert. Aber das finde ich tatsächlich, also das ist so. So diese Klischee-Ekelfaktoren perfekt dargestellt. Obwohl das eigentlich in meinen Augen gar nicht so schleimig aussieht. Das ist sehr wässrig, oder nicht? Ja, wollt ihr wissen, was es ist? Warte, was sie genutzt haben? Raten. Ratet, genau. Schnecken. Schleim. Nicht schlecht. Ich habe keine Ahnung. Es ist dieser Schleim, der in Kitas und Grundschulen auch immer benutzt wird, um so den die abends Schicht aus der Gruppe aufwischen, oder genau. Was? Nee, es gibt auch nicht. So Maler- und Tapezierschleim. Hundespeichel. Tapetenkleister, nee, das auch nicht. Es ist Gleitgel. Ah, okay. Die haben tatsächlich tonnenweise Gleitgel benutzt, um diesen Schleim nachzubilden. Also aus der Sexindustrie. Ja, aber das ist so, das war das Gleitgel aus den 70ern. Ja, aus den 70ern. Was stell dir vor, du bist da irgendwie der Praktikant und musst dann 2 Tonnen Gleitgel stellen. Du hast doch die nächsten 30 Jahre... Kriegst du Google-Werbeanzeigen nur noch mit irgendwelchen. Das war in den 70ern natürlich anders. War das noch 79, war das so eher analog, glaube ich.
Also sie haben auch in einer Szene sezieren die ja so ein Alien, wenn ihr euch erinnert, auf dem Raumschiff. Und die Innereien haben die dargestellt, tatsächlich aus Tierinnereien, aber auch zerschnittenen Kondomen. Oh, das sind so faserartige Sachen, das sind kleingeschnittene Kondome. Ja, das wäre heutzutage nicht mehr erlaubt. Ich würde nur ganz gerne da ansetzen beim Alien und quasi die Verbindung zur Erde schaffen. Und zwar eine Schleimgeschichte nochmal aus dem Tierreich. Und zwar sagt euch der Begriff Onychophoren etwas. Ja, das hat der Sammer am Fuß. Ich wollte es jetzt nicht hier so sagen, aber... Genau darauf spiele ich an. Nein, und zwar auf Deutsch sind das die Stummelfüßer. Das ist, insofern passt es ziemlich gut, was du sagst. Gut, aber Gott sei Dank ist halt am Fuß, nicht im Schritt. Es ist ein Tierstamm. Ja. Sorry, ich hab das jetzt... mittelalte weiße Männer machen einen Podcast. Das ist ganz schlimm, ja. Die Wohnung ist nicht anders. Also man könnte eigentlich einen ganzen Podcast über die Onychophoren machen, weil die wirklich toll sind, aber sehr unbekannt. Also die Stummelfüßer sind ein Tierstamm. Tierstamm ist taxonomisch, also sozusagen in der Kategorisierung der Tiere, relativ groß, der so in tropischen Gefilden lebt. Und wie kann man sich die vorstellen? Das sind im Prinzip wurmartige Tiere mit Beinchen. Deswegen Stummelfüßer mit bis zu 43 Beinpaaren. Ja? Und die. Und dann so ganz kleine, süße Füße. Sind eigentlich, ja, die sind wirklich ganz süß. Also eigentlich, genau, die laufen dann so durch die Laubstreu. Aber es sind räuberische Tiere und potenzielle Opfer, ich lese einmal vor, spüren sie zumeist mit Hilfe der Antennen auf und verfolgen sie dann bis in kleinste Ritzen. Während kleinere Beute direkt getötet wird, nutzen sie bei größeren Tieren eine weiße, leimartige und stark proteinhaltige Flüssigkeit, die von den beiden Schleimdrüsen produziert wird, um ihre Opfer unbeweglich zu machen. In Klammern, sie schießen den Schleim in langen Fäden auf die Opfer. Sie wird durch die Poren der Mundpapillen über eine Entfernung von bis zu 30 Zentimetern verspritzt und härtet an der Luft sehr schnell aus, sodass sich die Beute in der stark klebrigen Substanz verfängt und schließlich unbeweglich wird. Sekundenkleber. Genau, quasi. In Klammern auch nochmal, gibt es Forschung zu, ist der Schleim ist noch nicht bis ins letzte Detail analysiert worden. Es gab Theorien zu dem Onychophoren-Schleim, die in den letzten Jahren verworfen wurden. Und zwar ein Feature des Schleims ist, dass das Beutetier, sobald es sich bewegt, den Schleim zäher macht. Ja? Ja. Also sich damit immer weiter verfängt. Auf der wasserabweisenden Haut der Stummelfüßer selbst klebt die Substanz dagegen nicht, sodass die Tiere sich ihrem Opfer ungefährdet auf kürzeste Distanz nähern können. Durch Injektion toxischen Speichels wird es nun abgetötet und vorverdaut. Die scharfen Kiefer zerschneiden die Beute dann in feine Stücke, die über den Mund in den Verdauungstrakt gelangen. Also, ich dachte, das ist eine ganz schöne Alien-Episode, die auf der Wollte Erde spielt. Wollte ich gerade sagen, nur mal so aus reiner Besorgtheit, wie groß ist denn so ein Stummelfüßler? Ungefähr, ja, ich glaube 10 bis 15 Zentimeter lang. Also uns wird er nicht gefährlich. Okay. Ja. Beruhigend. Ich habe gerade eine Filmidee, wo Klimakleber eine Rolle spielen und die Ornithorie irgendwas, Apokalypse. Orchinophoren. Genau, oder so. 15 Zentimeter lange, schlotzesprühende Monster kleben Leute auf der Straße fest. Es tut mir leid. Ich könnte jetzt wieder das Pornhub-Jingle abspielen bei 15 Zentimetern, aber lassen wir das. Das Jingle ist erst ab 20 Zentimetern zugelassen. Hm. Gut. Ja, Niveau genau da, wo wir es haben wollen. Aus der Welt des Schleims. Haben wir jetzt alle Facetten des Schleims? Wir haben die medizinischen Facetten, die bisschen historischen. Wir haben die Tierwelt hier zu Wort kommen lassen. Ja, es gibt aber noch eine Facette, die in meinem Quickie vorkommt, die noch nicht. Ja, da hatte ich ein bisschen drauf gehofft, mein lieber Sammer. Und deswegen würde ich dich einladen, diesen Quickie vielleicht jetzt zum Besten zu geben. Wir können ja schauen, wie weit der uns dann noch trägt. Der trägt nicht sehr weit, weil der ist sehr quick.
Und zwar habt ihr schon mal vom Ameisenigel gehört? Ja. Ernsthaft? Ja, gut, Biologe. Ja. Soll ich klugscheißen? Klugschleim? Nee. Schleim? Er gehört immer raus damit. Ja, mach. Er ist verwandt mit dem Schnabeltier. Das kennen mehr Leute. Ja, ja, richtig. Und, das gehört also innerhalb der Säugetiere. Wir sind ja Säugetiere. Wir sind Plazentalia. Das heißt, es gibt bei uns, zumindest bei den Weibchen, eine Plazenta. Dann gibt es die Marsupialia. Das sind die Beuteltiere. Koala, besser bekannt als so Marsupilami. Ja. Oder auch Känguru. Oder Känguru, Koalabär, Beutelwolf, der ausgestorben oder ausgerottet wurde. Und es gibt die Monotremata und da gibt es nur 3 oder 4 Arten, das Schnabeltier und ich glaube 2 oder 3 Arten von Schnabeligeln, die eine Milchleiste haben. Da fließt die Milch in so eine Bauchleiste rein und die Jungen lecken das auf. Sorry, das musste ich einmal loswerden. Das Schnabeltier ist jetzt auch mal klugscheiß, ist Phineas und Ferb, ne? Das ist dann da quasi der Kumpel von denen. Kennt wieder keiner die Fernsehserie. Nee. Null Ahnung, Leute. Ihr seid so null. Ja, kennen doch eigentlich 3 von 4, oder? 4 von 5. 4 von 5. Aber Mathe ist bestimmt der beste Freund von SpongeBob oder so. Ne? Ja, ja. Nein, also dieser Igel, das, ich danke, dass du das hast du besser erklärt. Also sie haben das hier auch nur kurz dargestellt. In einem Satz evolutionär gesehen sind die Monotremata, so nennen die das hier, die Ursäuger. Also wir waren ja jetzt schon beim Urschleim, jetzt sind wir bei den Ursäugern. Eierlegend noch. Ja, eierlegend noch, genau, genau, richtig. Das steht ja auch noch, hast du wunderbar erklärt. Und jetzt ist es so, dieser arme Igel, der zwar ähnlich aussieht unserem Igel, aber nicht verwandt ist, wie wir auch gerade gelernt haben, der kann nicht schwitzen. Der kann nicht schwitzen, lebt aber gleichwohl auch in Australien in sehr heißen Gegenden. So, und da ist jetzt irgendwie dann die Frage, der nicht schwitzende Igel, wie kommt der da klar und wie wird der auch mit der Klimakrise klarkommen? Also es wird ja immer wärmer oder immer heißer, wenn er doch nicht schwitzen kann. So, und das hat die Christine Cooper von der Curtin University in Perth umgetrieben und die hat da geforscht und hat eine Überraschung zutage gefördert. Und zwar erstmal nicht so wahnsinnig überraschend, für einen Spannungsbogen jetzt erstmal das etwas Banalere. Wenn er in einem schattigen, kühleren Bereich ist, dann wirft er sich platt auf den Boden, und also den Bauch, um dann da eben die Kühle des Bodens aufzunehmen. Aber um zum Thema Schleim zu kommen, Ameisenigel produzieren gezielt über die Nase sogenannte Rotzblasen. Die produzieren zum Kühlen der Nase Rotzblasen, die nämlich zerplatzen und dann über die Nase laufen und somit den Igel über die Nase, die sehr stark durchblutet ist, wodurch dann auch das Blut abgekühlt wird, den Igel kühlen. Sie haben auch ein Wärmebild gemacht, das zeige ich euch jetzt hier mal. Ich muss mir mal kurz den Igel kühlen. Das ist zwar nur schwarz-weiß, das Bild, ganz ehrlich, das gibt's in jeder aber ihr könnt ahnen, an der dunklen Nase, dass die ist bis zu 10 Grad kühler, als der Rest des Igels. Aber ich finde, der Beef hat schon recht. Also wer Kinder jemals in eine Kita gebracht hat und morgens den besten Freund des eigenen Kindes mit diesen Rotzblasen, ja, die man dann an der Nase entschieden so und dann so platzen, denkt so, oh, wir gehen wieder nach Hause. Ja. Das ist mir war nie bewusst, dass das wegen der Kühlung ist. Wie heißt der Igel? Der Mausigel hier. Ameisenigel. Geil. Ja, das ist... aber schon crazy, die Natur, oder? So ein bisschen. Ich finde es krass, dass der Igel, er hat das irgendwann gecheckt und nutzt das, um sich irgendwie so ein bisschen etwas Kühle zu verschaffen. Aber was ich nicht verstanden habe, ich meine... Was kühlt ihn da genau? Einfach die Schicht, die dann da drüber ist, oder der Luftzug, der durch das Platzen der Blase entsteht? Naja, das ist ja, du kennst das doch. Wenn du schwitzt, dann ist ja auch die Frage, ist das die Körperflüssigkeit an sich, die dich kühlt, oder ist es der Wind, der auf die Haut drauf trifft? Das ist die gleiche Frage im Prinzip. Ach so, weil der quasi nicht schwitzen kann, befeuchtet der seine Nase auf die Art und Weise. Genau, ja, genau. So wie ein Hund hechelt. Ne? Ein Hund kann ja auch nicht schwitzen. Schreiben die hier auch. Ja. Genau, ich glaube unter den Pfoten. Und eine Zunge oder sowas. Zunge und Pfoten.
Ich glaube, beim Pfoten, oder? Wie ist das? Oh Gott. Ich meine Zunge und Pfoten, genau. Zunge und Pfoten. Wie bei Gene Simmons. Genau. Darf? Ja. Ich muss mich zurückhalten mit nerdigen Chemiedetails und Physik. Ich hau mal einen raus. Ich werde auch weiteres auf jeden Fall nicht. Das ist, eigentlich ist es ganz, ich versuche es mal runterzubrechen. Also im Studium musste man das dann irgendwann in Physik und so weiter lernen oder Chemie. Aber man kann sich Folgendes vorstellen, was beim Schwitzen passiert. Also wisst ihr, warum Schwitzen kühlt? Das war die Frage von Ben im Prinzip genau. Eben. Ja, wegen der Luft. Weil die Oberfläche wieso, da ist doch Luft Spannung und andere so weiter. Ist. Ja. Na, weil die Flüssigkeit ja in einen gasförmigen Zustand übergeht und dadurch Energie abgibt, aufnimmt, dingst. Schleimt. Ja, schleimt. Eigentlich schon. Man kann sich halt Folgendes vorstellen, also mal runtergebrochen, um in den gasförmigen Zustand zu kommen, braucht man relativ wuselige Moleküle, die viel Energie haben und die können dann eben in die Luft abweichen und zum Gas werden. Und im Prinzip ist es so, dass das heiße Wasser verdampft und was bleibt übrig vom Gesamtwasser ist das kühlere Wasser. Und deswegen ist es halt eine Kühlwirkung. Mhm. Ah, okay. Und das wird beim Igel auch so sein. Und das wird auch noch verstärkt, denke ich, durch die Luft, durch den Wind. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich finde nur bei dem Bild wirklich, finde ich sehr, sehr witzig, dass es sich tatsächlich wirklich nur auf diese Nase bezieht. Ne? Mhm. Und der restliche Igel ist so ungefähr auf 80 Grad erhitzt. Der hat eine echt große Nase. Also das kann ja sein. Also das ist eine wirklich große Nase. Naja, aber der hat keine so große Nase. Der hat nur eine sehr, sehr lange Schnauze und da vorne ist so eine kleine Knubbelnase beim Schnabel-Igel. Oder macht eine aber wenn die so gut durchblutet ist, dann wird ja quasi die Kühle in den restlichen Körper transportiert. Ja, genau. Das ist richtig. Das ist ein wichtiger Punkt dabei, genau. Dadurch, dass sie so gut durchblutet ist. Ja, ne? Ja. Ja, okay. Das macht sozusagen der Kühlschrank für das Blutsystem. Ja, also ich meine, und da kann man den Bogen schlagen, also ohne Schleim wird es uns nicht geben und ohne Schleim wird es halt den Schnabeligel ja auch nicht geben. Ja, aber ich dachte, der hieß also den Ameisenigel. Lächeln für den perfekt. Schleim. Aber dachte, war doch der Ameisenigel. Ja. Schnabeligel? Nee. Ist das, ihr redet aneinander vorbei. Entschuldigung. Ja. Der Ameisenigel, nicht Schnabeligel. Ja, ja. Aber heißen die nicht auch Schnabeligel? Oder? Nein, der Schnabeligel, der macht die Blase über seinen Schnabel. Und der Ameisenigel. Schnabeltier. Nee, Schnabeltier und Ameisenigel. So. Ja, ja hast du durcheinander geworfen, ist egal. Genau. Ah, schöner Biologe. Demnächst gibt es hier einen schönen. Vollkommen disqualifiziert. Also nächstes Mal in der Sendung mit Mettigel, nur statt Mettigel gibt es einen Schnabeligel, wo noch so ein schönes rohes Ei und eine Rotzblase vorne dran. Wenn du Mettigel lange noch stehen lässt, kommen die Ameisen von ganz allein, das ist kein Problem. Genau. Ja. Ich finde, das war jetzt der 12-Minuten-Quickie. Ja, das war aber ein schöner Quickie. Ich finde, das war einer der schönsten längerer. Quickies, weil er auch zu unserer monothematischen Sendung gut passt. Genau. Was ist das denn jetzt? Wir haben auch einen Bildungsauftrag. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Wir machen hier gerade Kunst, aber nur vergängliche aber Kunst. Aber gib Gas, sonst ist die Kunst der zerbricht verhunzt. Schon ja, geil aus. Also der, die Schleimkunst. Kunst verhunzt. Ich habe noch einen Bildungsauftrag. Also es gibt übrigens auch das Buch vom Schleim. Genau, die Autorin oder die Herausgeberinnen heißen Susanne Wedlich und Judith Schalanski. Ich habe es vorher nicht gelesen, ich gebe es nochmal so weiter. Das Buch vom Schleim. Ist das in Naturkunden? Naturkunden, erschienen? Band 59 von Mattes und Seitz, Berlin, 2019, 287 Seiten, 34 €. Gibt es bestimmt inzwischen auch möglicherweise Secondhand für ein paar Euro weniger. Und der Beefcake-Provision. Ja. Die kann ich auch tatsächlich wärmstens empfehlen, die Serie. Naturkunden von Judith Schalanski. Da gibt es zum Beispiel auch ein Buch über Heringe. Ich nehme an, nicht die für die Zelte. Vielleicht auch. Jetzt läufst du zu Hochform auf. Ja, ja. Ja okay. Aber vielleicht, wir haben uns, vielleicht sollten wir das auch mal runterbrechen hier für unsere Zuhörenden.
wir wollten ja ab sofort nur noch monothematische Sendung machen. Was nein, wäre nein, denn ein nicht nur noch, doch, das hast du gesagt. Du bist das raus. Hast du gesagt. Wir machen nur noch monothematische Sendung ab sofort, wenn wir nur noch monothematische Sendung hier machen. Und was wäre ein Thema für die nächste Sendung? Fisch. Special. Fisch. 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 Fisch ist zu weit gefasst. Fisch hat ja auch mit Schleim, mit Schleim zu tun, ne? Also der Fischgeruch, Schleimschicht, Bakterien und so weiter. Sage ich nur ganz kurz, weil dann wäre die Anbindung an den Fisch auch gut. Jetzt Schleim, Fischgeruch in der Schleimschicht von den Fischen. Und Fisch schwimmt ja im Wasser, hat also nicht, das ja. schließt sich der Kreis. Oder hat man nicht als monothematisch auch nochmal irgendwie Zombie-Apokalypse? Ja, ja, richtig, Zombie-Apokalypse. Und da wollte auch unser alter Freund Karl-Heinz Ballermann als Special Guest dazukommen, einer der Urväter dieses Podcasts. Weil er dem Zombie so ähnelt, oder was? Oder? Ja, immer mehr, ja, immer mehr. Definitiv. Ja, ich würde sagen, das war anderthalb Stunden Schleim mit euren fünf Lieblings-Schleimer. Und jetzt haben wir alles ausgereizt, was die Technik hergibt. Der Sammer, der ist schon wieder beim Sportergebnis gucken. Der, ich bin immer noch feucht im Schritt. Es feucht im Schritt. Der Prollo muss, glaube ich, mal austreten. Und unser Stargast hat bis gerade eben gerülpst. Nein, eigentlich so. Glückselig geguckt. Ich wollte eigentlich sagen, du. Und dann musstest du plötzlich aufstoßen. Gut, also es ist, gibt ja vielleicht einen Zusammenhang. Also das, genau. Zeit zu gehen. Und Zeit zu gehen. Ja, wenn es am schönsten ist. Ja. Ein Thema, was ich vorschlagen würde, aber nicht für die nächste Sendung, sondern nur, falls ihr mich nochmal einladet, weil es wirklich sehr spannend ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon hattet, das wäre das Thema Pilze. Ja, ja. Das war ja der ursprüngliche Anknüpfungspunkt, wo wir dich mal zu befragen wollten, weil ich glaube, der Sammer diese schöne Geschichte hatte, wieder selbstreferenziell mit der Kommunikation zwischen Pilzen. Ah, ja, die quatschen ja sich tot und die sind auch nicht ganz so Spaßbremsen wie die Typen hier. Die haben wenigstens was zu erzählen. Trauen, Schleimlöser zu trinken. Ja, es gibt ja auch Schleimpilze. Ja, genau. Schleimpilze, das ist ein ganz eigenes Reich. Auch sehr interessant. Man könnte quasi eine ganze Sendung über Schleimpilze machen. Spezial über Schleimpilze, würde ich sagen. Myxomycota. Ja, das ist, ein Taxon einzelliger Lebewesen, die in ihrer Lebensweise Eigenschaften von Tieren und Pilzen gleichermaßen vereinen, aber zu keiner der beiden Gruppen gehören. Richtig. Und da gibt also es klassisch tatsächlich einer, der zwischen den Stühlen sitzt. Ja. Gibt es ganz interessante Intelligenztests zu Schleimpilzen. Ja. Intelligenztests? Ja. Ich finde mit diesem atemberaubenden Cliffhanger sollten wir jetzt die Zuhörenden einfach mal sich selbst überlassen. Find also das auch. Ist, jetzt muss man ja quasi einschalten. Ja, genau. Schleimpilze, ich kenne das umsonst gelebt. Ja. Bis dann. Macht's gut. Tschö. Danke, Rainer. Es war ein Vergnügen, in deinem Haus hier alles vollschleimen zu dürfen. Sehr gerne. Ich putz gleich. Da mache ich noch einen Pfropf auf. Okay. Over and out.